So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Und wir sehen schon oben rechts die Bannerbrigade. Leute, ist noch früher Morgen. Bannerbrigade ist auch wieder zurück im Shop. Aber wir gucken, was ist sonst noch so alles drin. Ja, sieht ganz nice aus. Poki ist auf jeden Fall wieder da. Und nein, es ist kein Copyright-Lied. So, haben wir einmal Poki mit drin. Dann Fischin ist wieder drin. Dann der allzu beliebte Aura-Skin. Und natürlich noch die männliche Variante, nämlich Gilt. Diamantenschädel ebenfalls wieder zurück. Dass sie jetzt hier zurzeit mit den Positionierungen nicht hinkriegen, verstehe ich auch nicht. Dann Beutebeutel wieder da. Dann der Plingbeutel. Ich wollte gerade Klingbeutel sagen. So, Poki hatten wir schon. Dann sind die Farbenbomber auch wieder zurück. Ihr wisst ja, immer noch ein schöner Skin. Dann der Farbenkanonier. Die Regenbogenwucht. Ich weiß nicht, würde ich trotzdem nicht spielen, die Pickaxe. Ich weiß nicht warum. Dann den Farbenballonkleider. Hat halt alle so G, gell? Dann Adeline mit ihrer wunderschönen Hose. Das ist wieder reine Geschmackssache in meinen Augen. Wo ist denn der Stilunterschied? Ach, einmal mit Kapuze. Ah ja, das ist ja auch eine Veränderung. Ja doch, gut. Ist doch, doch, doch. Entschuldigung, alles deutlich. Einmal mit Kapuze, einmal ohne. Dann Propellerstäbe. Guck mal, wo die positioniert sind. Furchtbar. Dann, oh Gott, was ist das für ein Wort? Florenzflieger. So, Farbenbomber hatten wir bereits. Dann Shogun ist wieder drin. Auch ein schöner Skin. Aber natürlich ziemlich wuchtig, muss man sagen. Und dann Patronella ist wieder zurück. Dann, das ist Copyright. Ihr kennt es. Showstopper ist wieder zurück. Tanztherapie. Schere, Stein, Papier. Und damit sind wir eigentlich. Ah ne, hier ist dann nochmal die ganze komplette Bannerbrigade. Ey, wieso komme ich mit dem Wort nicht so klar? Ich denke mal, wir werden alle so weit kennen. Ihr könnt halt, wie gesagt, immer alles individuell einstellen. Wegen dem Banner-Symbol ist halt genau das, was ihr habt. Für 1600 bekommt ihr halt nochmal eine Lackierung, Rückenaccessoire, noch ein Rückenaccessoire, Pickaxe, dann noch ein Emote und natürlich den Kleider dazu. Ach, muss man das haben? Ich persönlich sage nein. Das Ganze kann man sich aber nochmal einzeln kaufen, nicht nur im Paket. Dann des Weiteren ist Kane Royce noch drin. Dann Flash-Paket, Black Panther, dann Deathstroke Zero, Rebirth Harley Quinn, dann die normale Harley Quinn. Eigentlich müsste mein Comic doch schon da sein. Das sollte doch eigentlich ein Comic sein. Keine Ahnung. Dann haben wir Catwoman, dann die Batman-Geschichte, Beast Boy, Batman, Batman Zero. Es hat sich eigentlich nichts geändert. Dann hier das Starterpaket immer noch drin. Batman und natürlich immer noch letzter Lara-Paket. Und dann würde ich sagen, euch auf jeden Fall einen schönen Donnerstag. Genießt das Wetter. Derzeit ist ja ein bisschen warm, würde ich sagen. Und in dem Sinne, haut rein.